sehen könnt. Ups. So, die Richtung und die Klar gehen dann nach da auf. Also, so ist richtig. Jetzt die Kupplungsglocke drauf. Guck, seht ihr, wie schön die rollt. Einmal ups, einmal frei. Okay, wir bräuchten noch ein paar Distanzscheiben. Ich nehme mal von denen hier. Ich habe mir extra welche bestellt, damit ich mal was da habe. Sonst gehst du immer auf die Suche. So. Wie gesagt, Schraube. Irgendwas habe ich hier irgendwo. Ja gut, das ist der. Mein Imbus ist natürlich schon ziemlich fertig. Das ist schon scheiße, wisst ihr. Moment, ich habe glaube ich auch andere Schrauben zur Hand irgendwo. Ich bin gleich wieder da. Oh. Hallo, hier bin ich wieder. Ich habe eine Schraube gefunden, die ist zwar ein bisschen länger, weil ein bisschen schwer raus. Ihr sehen könnt, ist eigentlich gleich lang, ne? Könnte ich auch diese hier nehmen. Wäre mir eigentlich lieber. Ich stehe nicht so auf die Imbusschrauben. Die sind immer scheiße. Aber ich glaube, ich könnte noch eine Handschuhe wieder zulegen. 02 klingt doch gut. Weil so viel Spiel darf die Kupplungsglocke ja nicht haben. Ups. So. Legen wir das nochmal da drauf. Wie ihr sehen könnt, dreht sich einwandfrei, hat überhaupt kein Spiel mehr. Ist eigentlich perfekt. Wahnsinn. Eigentlich okay. Jo, Moment, dann hole ich gerade noch mal ein wenig Schraubensicherung. So. Ja, dann drehen wir die nochmal raus. Und machen da ein bisschen Schraubensicherung dran. Weil besser ist das. Obwohl bei Edelstahl
ihr sehen könnt, ein wenig. Muss nicht so viel sein. Ups. Na toll, das wollten wir natürlich nicht. Aber egal, geht schon. Ich bräuchte noch mal einen anderen Kreuzschlitzschraubendreher, der da besser passt. Oh, der ist besser. So, fest. So, Leute. Kupplung rollt wie Luzi einwandfrei. Ja. Das war's zu meinem Kupplungseinbau mit ein paar kleinen Hindernissen. ich habe das Klebeschild da abgemacht. Ihr seht, hier überall schmutzig. Na, das mache ich gerade noch weg. Kein Problem. Erstmal machen wir die Glühkerze wieder rein. Damit da kein Dreck in den guten Motor kommt. Das wollen wir ja nicht. So, dann sprengen wir das alles mal ein bisschen ein. So, kurze Unterbrechung. Ich musste was anderes holen. Der Schaum, der hat nicht geholfen. Also habe ich hier ein paar Reinigungstücher. Mit denen geht das wunderbar. So, ist der Motor sauber. Wunderbar. Yo! Als nächstes werde ich noch mal gucken. Ich habe irgendwo noch eine Backplate rumliegen. Zwei Stück irgendwo. Muss ich mal schauen. Und versuche die mal da drauf zu machen. Ich weiß nämlich nicht, ob die passen. Ja. Okay. Das war's von mir. Thema Kupplungseinbau. Alt und neu. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ja, und ihr habt ein bisschen was sehen können. Die Qualität ist momentan, ist noch nicht so, aber das sind ja erst die Anfänge. Also, ich gelobe Besserung, ich gebe mir Mühe. Ja, das von mir, ja, soweit. Wir sehen uns, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao.